Und damit moin moin hier auf dem ESG, dem ersten großen Euro Super Game, was nur McFit betrifft. Ich bin hier auf dem Battleground in Brotzig. Bertl hat eingeladen und natürlich bin ich da. Es wird ein schönes Event, glaube ich. Ein paar geile Tage gibt es hier. Ich werde leider nur heute da sein, aber ich versuche trotzdem für euch so ein bisschen so ein paar Emotionen einzufangen. Ich schaue mir ein paar Stände an, werde mir auf jeden Fall Knarren angucken, denn das ist bei McFit ja das A und O neben dem Spielen. Was haben die Leute an ihren Markierern geschraubt? Und natürlich mit dem einen oder anderen so noch quatschen. Wenn es Highlights gibt, packe ich die rein. Ansonsten sage ich jetzt erstmal, habt viel Spaß. Zufällig? Schade geworfen hier. Guck mal, mach den Meister gleich. Ja, du bist gemeint. Ich weiß es aber, wo ich bin. Gerade in der Trade Show umgeschaut. Jetzt geht's mal ab. So ein bisschen den Zeltplatz unsicher machen. Mal gucken, was hier so aufgebaut ist. Ist noch nicht ganz so voll, wie ich es vom SPG kenne. Aber wird schon noch. Mal gucken, was ich Schönes für euch rausfinde hier. Stell mir die mal vor, was hast du da gemacht? Was ist das für ein Urmodell? Und was nee, so kommst du mir nicht. Wie? So kommst du mir nicht, nee. Du weißt nicht, was du gemacht hast? Nee. Warum weißt du das nicht? Da bin ich gerade noch nicht dafür. Der kann das zu nicht. Zu früh? Der ist zu schüchtern. Weißt du denn was dazu zu sagen? Ich habe keine Ahnung, was er gemacht hat. Was hast du gerade gemacht gehabt? 20 Zoll Hammerhead-Lauf hast du draufgeknallt, ne? 20 Zoll Hammerhead-Lauf habe ich drauf. Was hast du vorne für ein Muscle drauf? Keine Ahnung. Irgendein Muscle. Dann hast du noch Muscle. Zwei Scopes. Halt hast du ein Vierer? Vierer ist das, ne? Normal. Ein 420er. 420er hat er sich mit einem. Einmal 420. Mit einem Riser drauf geknallt und an der Seite hat er nochmal einen normalen Red Dot. Ja. Der irgendwie aussieht, als wenn er auch Scope hätte, aber hat er nicht. Guck mal, ist doch schon was. Mehr hat ja gleich gebraucht an Infos. Ja, aber das kann er nicht. Der ist schüchtern. Guck dir doch mal an. Aber selber angemalt? Der hat Locken. Nee, gar nicht. Ich so gekauft. Ich hab's so gekauft. Deswegen meinte ich. War sie dann günstig? Na, was heißt günstig? Ich weiß nicht. Okay. Keine Ahnung, ob das günstig ist. Mit allem? Mit allem. Mit 12 Magazinen. Okay. Ja, dann. Ja, und dem Stuhl. Der Stuhl ist meine. Ah, okay. Das hier. Das ist auch ganz standardmäßig EMF. Standard nicht mehr, aber EMF, der Klassiker quasi. Vorne das Stück vorne habe ich abgemacht, um einen kürzeren Lauf ranzumachen. Schalldämpfer raufgeknallt, der ist aber. Trappe oder hat der Funktion? Der hat Funktion, ist aber nichts drin. Okay. Der ist wirklich auch abgeschnitten, damit es vorne rauf passt. Ein Riser, den man auch individuell verstellen kann. Hast du eine Markierung, dass du weißt, 50, 60, 70 Meter? Oder ja, na, die habe ich hier, wenn ich es oft drehe, sehe ich es auf jeden Fall okay. An der Seite. Das habe ich hier, ist jetzt hier genau dazwischen. Hier okay. Zwischen sind die Markierungen drin. Ganz normaler Billow Red Dot für 30 Euro, damit auch mal kaputt gehen kann. Ja. Tut seine Arbeit, ist verstellbar von der Helligkeit. Du kannst auch verschiedene Scopes einstellen. Und ansonsten ist die Waffe relativ Standard. Ein Handguard. Bar spielt nicht jeder, ist gut, ne? Ja, naja, ich zwehe mit irgendwie ab und zu ist sie dann trotzdem alle. Mhm. Und dann klassisch hier nur rangemacht, damit man sie halt nicht mehr tragen muss, sondern man kann sie auch hinten festmachen und dann. Und als Sidegun spielst du eine PPQ, ganz normal, klassisch angemalt, damit. Ui, klassisch angemalt. Ja, damit keiner hat Wiedererkennungswert. Ja. Ich glaube, kein anderer hat diese Tarnung drauf. Und wenn sie mal verloren geht, das ist Wassertransferdruck ist das. Wassertransfer, genau, ich meine mit Tiefziehen meinte ich. Mhm, Wassertransferdruck ist das. Ganz und du schlicht spielst Powder, oder? Ich spiele gerade Powder, ja. Ja, muss ja sein, ne? Wenn dann richtig. Und ein paar Magazine hast du auch dabei, verschiedene sehe ich sogar. Ja, heute wird mal getestet. Ich habe normalerweise die, wie heißen die Magazine jetzt schon wieder? FS12. CF20. Ach hier, die hier. Habe ich eigentlich, aber da bin ich leicht unzufrieden. Okay. Weil sie die FS bei schneller Schussrate hier oben verklemmen. Okay. Deswegen versuche ich heute mal die Billo-Magazine hier. So billig sind sie gar nicht. Na, billiger als die auf jeden Fall. Und tun aber ihre Arbeit, hoffe ich mal. Ja. Ja, und dann schauen wir mal. Viel Spaß dir. Danke, dir auch. Nächste Camp, gehen wir mal gucken hier. Tag auch. Wird jetzt alle hier stramm stehen? Ja, servus. Mal gucken, komm. Moin. 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 Was ist eure Funkname? Unser Funkname? Nein, wie heißt ihr? Tactical Destroyers. Tactical Destroyers. Ihr habt keinen Namen. No name. Oder Aloha McFit, so. Ja, kann man auch sagen. Oder kannst du uns einfach Versager nennen? Die Versager. Jetzt gucke ich mir das Versager-Camp hier an. Die haben einen Spezial. Das sind die Speziellen. Ganz bescheiden eingerichtet. Schicke Stände. Ah, sehr clever. Ist das ein Mikrofonständer, so ein Lichtständer, ne? Ja, das ist ein Galgenstativ.
Geigenstativ. Galgen. Ein Geigenstativ. Ein Galgen. Nein, geile Junge. Wer filmt das? Und wo kann man das sehen? Auf unserer Instagram-Seite. Ah. Und die wäre nochmal Versager vom Dienst. Wer bist du eigentlich? Ich bin der Peter, der Kameramann. Kameramann Peter! Oder hieß der so? Wie hieß der nochmal der? Ich bin Felix. Felix, der Kameramann. Ausstecken. Paintball Channel. Was für ein Markierer spielst du und was hast du dran gemacht? Also, wir haben hier eine T15, Gen 1 von Tiberius Arms noch. Das ist ein richtiger Oldtimer eigentlich. Mit H-Kennzeichen schon? Ja, die kriegt quasi bald H-Kennzeichen hier. Dann habe ich hier einen anderen Rack dran. Ninja Pro V2, ja, mit der guten Flasche auch. Ja. Das Zielfernrohr ist jetzt auch nicht ganz billig für Nachtkampf. Da kannst du dann auch Infrarotmodus noch einschalten. Kannst mit Restlichtverstärker dann durchgucken. Was für einen Lauf spielst du? Das ist eigentlich ein 14-Zoll-Lauf. Mit Fake 3D-gedruckten Suppressor. Sieht auch gut aus. Aber genau. Nicht, weil du willst in Gebäude rein oder was? Bitte? Mit Licht dran? Ja, schon für Gebäude oder Keller halt. Aber das ist eigentlich zu schwach. Mein echtes habe ich vergessen, was ich dafür eigentlich habe. Okay. Ja, und jetzt. Ansonsten, du spielst keine Weste, du spielst Hawaii-Hemd. Hawaii-Hemd und naja, beim Spiel habe ich wahrscheinlich schon Teamklamotten an, dann, weil das ist etwas zu auffällig. Ja. Und was ist deine Sidegun? Das hier ist die SIG 226 Smith & Wesson. Die sieht gut aus. Die macht auch richtig Laune hier, die macht richtig Wumms. Mhm. Und ja, macht Spaß. Was spielst du da? Powder? Powderballs. Alle aber von uns eigentlich, weil was anderes platzt dir im Magazin und dann hast du eine Riesensauerei und die willst du nicht zerlegen. Ja, das stimmt wohl. Das ist schon die T15 nervig genug, aber mit der hier, da hast du dann deinen Spaß. Das erste Mal ein Event in dieser Größe, was erwartest du? Ja, dass es ordentlich abgeht hier, dicke Scharmütze und so weiter. Also wir haben schon Helldays, wir haben schon SBG mal hinter uns, aber das ist ja von der Größenordnung schon nochmal krasser, muss man sagen. Ne, nee, wir haben Bock auf Ballern, so wie es auf deiner Cap steht. Ja, Bahn! Eiswürfelmaschine. Sehr gut, hier merkt euch das. Kühlschrank. Und dann noch den Firmenwagen. Genau. Mit den ganzen. Mit Rohrschellen. Also, falls jetzt hier noch irgendwo ein Wasserbruch ist, dann könnt ihr es im Haus schnell machen. Ne? Sehr gut. Netter Hut. Ja, oder? Ist das ein Tötermesser? Oder ein Gummimesser? Hier ist zum Töten. Okay. Wildschweintöter ist das. Oh. Ihr seid ja vorbereitet. Komm, spielt dann immer mit über Funkschiffe versenken? Ja. Granate auf E4. So, das ist ein Lazarett, da darfst du nicht hinschießen. Oh ja. Cool. So, wo sind. Ah, hier wird geschraubt und gebastelt. Auch schick. So, da ist ein Ständer, den gucke ich mir mal an. Nicht weggucken mit der Kamera. Ich laufe euch jetzt hinterher. Ich will wissen, wo ihr das hinbringt. Die halben Hähnchen. Mit Kartoffelsalat. Sehr lecker. Der hat auch noch einen Hunger. Jetzt nicht stolpern, jetzt nicht stolpern hier. Echt schade, dass es keinen Großfernsehen gibt. Das riecht mega lecker. Servus. Servus. Schicke Knallstöcke. Du hast auch ein bisschen viel rumgemalt bei dir. Bisschen. Ist das deiner? Jo. Was ist das für ein Standard oder was ist das für ein Markierer und was hast du alles gemacht? Es ist eine ganz normale EMF 100 eigentlich. Karmatec Scope obendrauf, Karmatec Supremacy Scope. Einen 45 Grad Riser angebracht mit einem Red Dot Visier. Ein Zweibeiner. Einen 20 Zoll. Nie im Leben sind das 20 Zentimeter. Einen 20 Zoll Hammerhead Recon Lauf. Mit 7/8 Zoll Gewinde, Labkos-Schalldämpfer. Und natürlich das Einhorn muss immer mit. Ne, als was für eine kleine, lustige, lange Flasche spielst du da? Ist die so lang? Nein, nee, das ist nur die Schulterstütze. Ich dachte, das wäre schon so. Also, das ist eine ganz normale 0,25 Zoll Flasche. Ja, genau. Und du hast die Maske hier noch umgesetzt? Oder? Die Maske, die haben wir uns auf den X-Days ergattert. Ah, und haben eben einen Maskenumbau dazu noch bekommen mit einem Lüftungsgitter vorne, mit einem Mesh. Sehr schön. Welche Magazine spielst du und warum? Welche Magazine spiele ich? Also es gibt ja drei Stück für die. Also für Sniper hauptsächlich, damit ich einfach ein bisschen weiter runterkomme, die 10er Dammax. Ja. Ansonsten, wenn ich sie auf CQB umbauen würde, würde ich hauptsächlich die FID-Magazine spielen, weil mir die Bananenform am besten gefällt. Sehr schön. Dahinter auch noch ein bisschen schönes, eine kurze. Wem gehört denn die kurze? Mir. Sehr schick.
Und da ist ein bisschen Klumpin dran. Die ist lange nicht mehr gewaschen worden, deswegen wächst schon Unkraut drauf. Ist eigentlich jetzt mittlerweile der Markierer, wenn es irgendwie geht, dass du wirklich, also wenn es um Funktion geht und du den Style magst, dann ist das das Ding, ne? Ja. Jo. Oh nein! Wir haben die aufgeräumt. Das ist okay. Ich will es ja zeigen, wie es in echt ist. Ja. Ihr schraubt hier alle. Nein. Das wird jetzt, ihr schraubt nicht, doch, ihr schraubt schon so ein bisschen. Minimal. Aber nur Schönheitssachen, oder? Ja, ich habe auch, ich wollte es nicht laut sagen. Aber wenn das gehört zum Hobby dazu. Aber da liegt was Schönes auf dem Boden. Ja. Wer hat denn hier so bei euch den kompliziertesten Markierer, wer am meisten dran rumgebastelt hat? Der 15-Jähriger, oder? Ja, ich meine, was Schönes dran gemacht hat und so. Dran gemacht? Also unikatmäßig, so richtig, dass es was richtig Besonderes ist. Du? Das ist ein Hasch, ist das deiner? Schalldämpfer, ja. Was hast du für einen Markierer? Was hast du damit gemacht? Oder ist, was eine, ist eine 468 als DMR, sprich Bolt Action, gemacht. Das ist ein 683er Lepco in 14 Zoll mit einem 8 Zoll Hasch als Schalldämpfer umgebaut. Das ist jetzt, mit Funktion? Genau, mit Funktion. Da drin ist Malervlies. Ich habe eine kleine Bohrung drin, damit... Druck ab, oder? Genau. So sieht das Ganze dann aus. Es ist an sich einfach ein Rohr mit da drinnen Malervlies hier unten und oben ist ein Ring. Ist komplett halt fertig, also kann man nicht mehr einfach so auseinanderbauen dann. Ja. Genau. Machen möchte ich bringt gerne noch. Was? Bringt auf jeden Fall was. Also wir haben mal den direkten Vergleich gemacht. Das ist auf jeden Fall deutlich leiser. Machen möchte ich jetzt auf jeden Fall noch, dass ich den ganzen Body nehme und in einen Schaft einbaue. Okay. Am besten in einen Novrit-Schaft oder 3D-gedruckten, ist noch nicht ganz klar. Passt da was von Novrit drauf? Oder? Nee, da habe ich mir ein paar Infos geholt von jemandem, der das bereits gemacht hat. Und es ist, man muss leider viel zu viel auseinanderbauen, deswegen wird wahrscheinlich der Plan sein, einen selbst zu drucken, einen kompletten Schaft und dann und sollte das Optik passen. Dann gehen? Ja, auch in die Novrit-Optik, ja. Also wie der Novrit-Schaft, nur halt nochmal passend, genau. Ja, ansonsten schönes Kandascope. Sonst ist eigentlich alles erstmal Standard. Was eine Innovation ist, sage ich mal, das sind die Magazine. Das sind jetzt noch Prototypen von Defcon Team, also Splinter Paintball und Johann Freisen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob der was Eigenes hat, also Heiger. Genau, die laufen schon sehr gut. Das ist so die beste Alternative zu den Helix Max. Also sie sind kurz, sie passen problemlos rein und sie fielen halt auch vernünftig. Und ist halt nicht zu lang, ne? Ja. Das ist so eigentlich das. Wie viele Bälle gehen rein? 13 Schuss, je nach Feder. Wir haben jetzt so ein paar. Hier ist jetzt, glaube ich, genau, es ist jetzt noch eine recht weiche Feder. Ich habe welche mit sehr starken Federn, also von den T15 Max. Und ja, ich bin super zufrieden damit, keine Feeding-Probleme und es läuft deutlich besser als die Helix Max. Sehr cool. Und ich sehe schon eine Halterung, du kannst da noch eine Kamera anbringen, ne? Genau, das war... Wo finde ich dein Material? Was ist das? Machst du das für dich selber? Kann man das irgendwo sehen? Ich bin noch dabei, mich so am Anfang erstmal ein bisschen aufzubauen. Ich habe noch keine großartigen Materialien. Hier kann zum Beispiel eine Scope Cam dran, die habe ich auch. Aber noch bin ich einfach genervt von den Powerbanks immer, deswegen brauche ich noch ein vernünftiges Setup für Powerbanks und so, damit halt alle drei Kameras dann immer betrieben werden können. Aber in die Richtung soll es irgendwann gehen, Herr. Genau, das ist auf jeden Fall der Plan, weil First Strike Sniper-mäßig ist auf jeden Fall schön. Cool, ja. Viel Spaß damit. Danke. So, das war mal mein Ausflug kurz hier ins Camp. Jetzt geht's wieder zurück in die Trade Show. Ich dachte, ihr wartet immer noch. Ja, wir warten auf schönes Wetter. Ist doch da! Jetzt schon. Jetzt, wo du kommst. Okay. Geh mal kurz vor, wo sind wir heute und was habt ihr Schönes mitgebracht? Moin, wir sind auf dem Euro Super Game, das allererste, im Stand von Tactical Sports Parts. Und wir haben nichts Neues mitgebracht, aber viele Besonderheiten. Und das würde ich euch jetzt einfach mal zeigen. Ja. Fangen wir mal an bei unserer Limited Edition von den Omni-Dropdowns mit der ESG-1-Prägung. Nur 5 von jeder Farbe. Den schwarzen kennt ihr, rot und blau ist neu. Dann haben wir einmal aufgebaut ein paar Sachen, was euch in Zukunft anlächeln könnte. Die kennt ihr noch, aber unsere Charging-Handle für die T15 sind gerade in der Arbeit.
und Prototypen, wie zum Beispiel Produkte entstehen. Hier seht ihr es an der TMC, erst mit 3D-Drucken, dann Probefräsung, dann Funktionstests und hoffen, dass es auch alles dann hinterher funktioniert. Ihr wollt einmal ganz kurz nachgehen. Ja. Wir haben einen Podcast gemacht und hast ihm gesagt, du baust gerade an was, das darfst du mir noch nicht zeigen. War das das hier? Das hier ist was ganz Schönes und ich glaube, das ist relativ selbsterklärend, wenn ich einfach mal so mache und es gar keinen großartigen Knall gibt und man so macht und das passiert. Und den Rest werdet ihr erfahren auf der TSP-Seite bei Instagram oder Facebook. Ja, sehr clever. Schlimm, oder? Sehr clever. Dann haben wir hier nochmal, ich möchte gar nicht sagen, einen farblich passenden, weil es ist nicht Farbe. Es ist echt. Wie viel Karat? Was sagt man denn? Wie viel? Ich habe keine Ahnung davon. Damit wurde ich heute überrascht, dass mir gesagt wurde, schau mal hier, das ist keine Farbe. Und ich dachte mir so, ihr seid alle komplett kernbehindert. Du willst damit sagen, das ist Gold? Es wurde mir gesagt. Oh mein Gott. Deswegen soll ich auch drauf aufpassen. Dann gehen wir noch ein Stück weiter. Wir gehen zu den Markierern. Zu den Markierern gehen wir zum Schluss. Ja. Hier kennt ihr natürlich unser allererstes Produkt, den Slim. Der Bestseller, der alles ins Rollen gebracht hat. Hier haben wir mal so eine kleine Hergehensweise. So fängt alles an. Dann sieht es so gefräst aus. Das war unser allererster Versuch. Und hier kommen wir weiter von der ersten Mattierung mit Sandstrahlen. Dann sieht es hinterher so aus. Natürlich, die Fräsung passiert nicht auf automatischen Sandstrahlen. Und hinterher haben wir das fertige Produkt. Ähnlich sieht es auch aus bei unseren Slingplates. Hier nochmal, was wir ausprobiert haben. Da haben wir zum Beispiel eine TPC-Beschichtung. Hier ist vernickelt und das ist die Beschichtung, die wir kennen, das Hardcoating Typ 3. War schon spannend, dieses herausfinden, welche Oberflächen wie funktionieren, was können wir wiederherstellen, wovon kriegt man nicht einmal ein Dunkelgrau oder ein Hellgrau und wann ist es schwarz. War wirklich spannend, der Hergang. Und hier unsere letzte neue Errungenschaft, ebenfalls in den ESG-Prägungen bzw. Fräsungen und den speziellen Farben. Dann sieht man zum Beispiel auch, wie der aus der Fräse fällt, der Trigger, in dem Fall Brace. Und da haben wir auch mal mit anderen Farben rumexperimentiert, die es so leider nicht zu kaufen gibt. Das war einfach nur mal so ein kleines Farbmuster. Ja, und dann wieder die Limited Edition, weil wir haben jedes unserer Produkte haben wir in diesen zwei Farben, Rot und Blau, hier vorhanden. Danach gibt es sie auch nicht mehr. Was haben wir hier schön? Das fangen wir mal an bei meinem Baby. Das ist mein Baby, meine Semi-Auto Saar 12 Bullpup mit 14 Zoll Lauf, EOTech. Ja, die spiele ich. Hier haben wir Benny seine T15 mit besonderen Dingen eingebaut. Holosun, Dropdown natürlich, Brace Trigger. Ach ja, übrigens, ich habe auch einen Brace Trigger. Ne? Das war das Design. Das war das Design, was dann hinterher den Brace beeinflusst hat. Hier haben wir Pitt, unserem General von Team Blau. Seine T15, mit der er rocken wird. Und nochmal zwei Standard-T15, in denen wir beide unsere schwarze Produkte eingebaut haben. Hier der Viper, dort der Brace und unser Slim mit den Slingplates. Wollen wir nochmal auf die andere Seite schauen? Ja. Schauen wir nochmal auf die andere Seite. Zeit habe ich noch. Ein bisschen noch. Unser langersehnter und immer noch nicht erschienener Body-Prototyp, weil wir noch gerne ein bisschen dran arbeiten würden. Von der EMF. Dann gehen wir weiter auf die Scout, so wie ich sie ab und zu spiele, mit dem langen Charging-Handle und dem Omni-Asa mit Adapter, weil sonst hätte man hier eine Lücke. Die sieht nicht gut aus. Das ist einfach nur ein optischer Adapter, der noch mit reinpackt, natürlich auch zu erwerben. Hier gehen wir auf die 468, wieder Omni ohne Adapter, weil hier passt der Omni-Dropdown ohne Adapter drauf. Und zu allerletzt, last but not least, T15, um Himmels Willen, Milsig M17. Mit Omni-Dropdown und dem Adapter für den ASA-Anschluss. Ja. Jetzt nochmal, wo finde ich die Sachen, wenn ich online gucke? Online bei TSP natürlich und bei eigentlich jedem McAfee-Shop, der euch gefällt. Bin mir ziemlich sicher. Danke dir. Bitte. Ja, ich bin der Mike, der Michi von Michis Hotspot mit meinem Essenstand. Und heute gibt es Grillhähnchen, wir haben Currywurst in verschiedenen Variationen Leberkäse. Ja. Ihr habt die besten warmen Sachen hier am Start, würdest du sagen? Würde ich sagen. Die Leute sind zufrieden, sagen wir mal so. Die Leute sind zufrieden. Hähnchen ist momentan der Renner. Ich habe schon fast nichts mehr da. Das ist jetzt auch neu, ne? Vom SPG gab es das noch nicht? Nee, gab es noch nicht. Ich habe SPG Oktoberfest. Da habe ich Grillhaxen angeboten. Und das ist so, seitdem habe ich so einen Hype mit Grill-Spezialitäten, Hähnchen, Haxen. Haxen gibt es im September wieder zum SPG. Ja, wird richtig schön.
Aber ihr habt Kaiserschmarrn, doch was Süßes auch. Ne? Auf alle Fälle, ja. Weil man braucht Energie auf dem Spielfeld. Und da kann man dann bei mir vorbeikommen, ein bisschen Energieträger holen und dann geht's weiter. Genau. Danke dir. Jo. Stell dich mal kurz vor, wo sind wir heute hier und was machst du? Ich bin der Philipp, unterstütze die Orca bzw. bin Rev beim ESG, das größte MacFeed-Event aller Zeiten auf der Welt. Hurra! Eine Unterschied, den ich jetzt schon gesehen habe zu allen anderen Events, wo Refs sind. Du bist hardcore bewaffnet. Richtig. Komm zum Battleground, haben sie gesagt, da kannst du reffen und du darfst voll bewaffnet aufs Feld, falls jemand deinen Anweisungen nicht quasi Folge leistet. Was hast du dir da geholt? Meine liebe Frau hat mich ausgestattet, natürlich mit der HDR 68, relativ neu auf dem Markt. Kann alles schießen, was Kaliber 68 hat. Pain sollte man nicht reintun, aber mit First Strike oder Powder, phänomenal. Aber du hast jetzt keine Gummibälle dabei als Rack? Nein, nein. Zeitgun hast du da noch? Genau, das ist quasi der alte Klassiker, den glaube ich gefühlt jeder Paintball-Spieler irgendwo sich rumliegen hat, die HDR 50. Gibt es da schon eine Weile. Ja. Reines MacFit-Event, wie gehst du da als Ref vor? Hier offiziell gibt es ja quasi keine Refs, sondern die dritte Fraktion, die Blackwater, sind quasi gleichzeitig Spieler und Refs, was dieses System ich sehr, sehr gut finde. So sind quasi die Spieler für Spieler da. Und sonst halt ganz normal wird auf Sicherheit geachtet. Masken, Laufsocken, Fairplay, ganz normal. Und was erwartest du von den nächsten Tagen? Ganz, ganz viel Spaß. Vor allen Dingen, dass die MacFeed-Leute auch mal sagen, okay, sie wollen mal einen Pokal gewinnen, was ja eigentlich immer den E-Polmaten quasi extra dieses glorreiche. Und ich glaube, es wird einen Mega-Pokal geben und ein Team wird gewinnen. Ja? Danke dir. Gerne. Keine drei Wochen später, wir stehen wieder hier. Wer sind wir? Wir sind natürlich wieder am Battleground. Wir sind. Ja, wir schreiben gerade Geschichte alle miteinander. Ja. Wir veranstalten gerade das größte MacFed-Event der Welt. Ja, das ist Euro Super Game und wir machen es das erste Mal. Und ja, sowas hat es einfach weltweit noch nicht gegeben. Also wir haben jetzt aktuell 820 Leute hier. 986 Tickets haben wir verkauft, also quasi die 1000 fast gerissen. Mit den Freitickets quasi haben wir 1000 Spieler und ja, ich hätte mir nie gedacht, dass das beim ersten Mal so wird. Also ich muss zugeben, ich habe gehofft auf 600 Spieler, das wäre mein persönliches Level gewesen. Und das wäre schon völlig okay gewesen. Mit 600 Spielern hätte man schon das größte Event der Welt gehabt. Und ja, mir fällt nichts dazu ein. Die Leute haben super drauf. Es ist, die Trade Show ist meiner Meinung nach nochmal ein Ticken geiler als beim SBG. Bühnenbild haben wir nochmal Gas gegeben. Ja, wir haben jetzt endlich das, dass die Leute wirklich einmal mit einem T55 in-game zocken können. Mein Game-Crew hat sich wahnsinnig viel Mühe gegeben für morgen und übermorgen. Wir haben über 60 Missionen geplant. Wir haben 70 Mann nur Game-Orga, ne? Okay. Weil Marshals in dem Sinn gibt es ja bei MacFed nicht. Und ich bin mega gespannt. Wir haben keine Erfahrungswerte, weil gibt es ja nicht. Also es gibt ja, ne, es hat es ja noch nie gegeben. Und ich denke mal, dass wir so naja, 450 bis 500 Spieler pro Seite werden wir haben, weil 20 sind dann wieder nicht da, weil, was weiß ich, entweder krank oder irgendwas. Aber ist ja bei MacFed ein bisschen anders. Ja, bei MacFed. Sind ja schon ein bisschen, wenn die hier sind, dann sind die auch hier. Wenn die hier sind, dann sind die ja hier, das merkst du auch. Wir haben auch bewusst auf ganz viele so Side-Events auch verzichtet, weil die wollen zocken, die Leute. Also die wollen wirklich dann beim Main-Game auch 8 Stunden spielen und dann sind die durch. Ja, und das merkst du einfach auch. Also, ich mach bloß mal schnell das Ding aus. Das merkst du. Und ja, es macht schon ein bisschen stolz. Die Chance zu haben, sowas zu veranstalten. Und wann kannst du heutzutage schon nochmal irgendwie was machen, was du sagst, okay, das hat es noch nie gegeben. Und eine zweite Chance fürs erste Mal gibt es ja auch nicht. Das heißt, es wird für immer so bleiben, dass das hier das erste war. Ja. Ich bin mir sicher, es werden andere folgen, weil MacFed ist absolut im Trend und macht da absolut Sinn. Und man sieht ja, die Leute sind da, die wollen zocken. Aber das Erste wird immer das Erste Aber ihr bleiben. Seid schon, ist schon so ausgelegt, dass das nächstes Jahr dann das ESG 2 gibt ja. Und dann ähnlich. Ein Event pro Jahr? Oder? Also ein Event pro Jahr haben wir geplant. Ich möchte nicht mehr, weil ehrlich gesagt irgendwann... ja, wichtig ist ja, dass bei uns auch das Feuer bleibt. Ja? Wir machen das ja nicht als... Ja, wir machen das ja praktisch als Crew. Wir haben ja da Bock drauf. Und wenn du das zu oft machst, dann verliert es, finde ich, sein Magic.
und dann ist ja die Crew nicht mehr so heiß. Also wir werden in Zukunft ist geplant 2 SPGs im Jahr und das Euro Super Game. Und das Euro Super Game immer 2 Wochen nach dem SPG. Okay. Vorteil davon ist für uns wirtschaftlich halt, dass wir ganz viel vom Aufbau halt stehen lassen können. Ja. Das ist der Hintergrund. Ganz kleinen Ausblick auf die Zukunft. Was steht dieses Jahr noch an? Dieses Jahr steht noch das SPG 28 an, also Undead. Mhm. Ja, bei uns sind die Zombies los. Wir werden da wirklich Vollgas geben. Und ich kann jetzt schon für 2023 in Vorbereitung sagen, also es wird das SPG 29 geben. Zufälligerweise ist das am Wochenende an einem Star Wars Special-Wochenende. ja, vielleicht kann man es dann schon ein bisschen erraten, in welche Richtung das gehen wird. Und das SPG 30 ist ja im September, das ist 15 Jahre SPG und da werden wir, also da werden wir alles vom Leder lassen, was irgendwie geht. Und sag geil hier hinten, ne? Mein DJ da praktisch irgendwie das Zeug einspielt. Und beim SPG 30 werden wir die Purge aufleben lassen. Ja? Böse. Ja, ist der Purge. Und natürlich nächstes Jahr wieder Euro Super Game. Auch wieder am Vatertagswochenende, weil es sich einfach anbietet. Das ist eigentlich das perfekte Wochenende dafür. Und ja, die McFed-Spieler brauchen auch ein Heim. Und das Heim haben sie jetzt bei mir gefunden. Sehr gut. Was spielst du denn da lustig? Nee, MF. Aber ziemlich klein, ne? Ziemlich kurz, ja. Mehr schon Handfeuerwaffe. Richtig, das macht mega Laune und es funktioniert wunderbar. Sehr cool. Das war mal mein, was wollen wir? Euro Super Game ESG Donnerstag. Mein einer Besuchstag, den ich hier heute habe. Mehr Ausgang habe ich nicht gekriegt. Geht für mich jetzt noch zu NXL gleich weiter. Ich habe mich mal ein bisschen rumgenommen. Vielleicht war es interessant. Leider habe ich jetzt nicht so viel vom Spielen mitgekriegt. Aber ich habe schon mit einigen Spielern gesprochen, die schicken mir Daten zu von ihren Spielszenen. Vielleicht kann ich daraus noch was Schönes machen. Ansonsten, ihr wisst ja schon, hier ist ein Video zu den anderen Woodland-Spielen, die ich so gemacht habe. Hier teste ich eine Knarre. Lasst ein Abo da, drückt die Glocke, empfiehlt mich weiter. Ansonsten, falls ihr mal eine Frage habt zu irgendeinem Thema, schreibt die drunter. Ich beantworte die gerne. Bis dann, ciao, tschüss, euer Kress.